Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder der Michael. Heute ist der 5.11. und während wir das aufnehmen, ist 17.09 Uhr. Wir möchten uns ja auf das konzentrieren, was möglich ist und nicht auf die Dinge, die nicht möglich sind. Nicht möglich sind, sich mit vielen Freunden zu treffen, vielleicht rein zufällig im Supermarkt. Es ist nicht möglich zu unterrichten, zu trainieren, die Sportschule ist geschlossen und ihr wisst ja, dass wir weder Kurse, Projekte noch Vorträge geben können. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Livestream anzubieten auf Facebook, Dienstag und Donnerstag, 18 Uhr und euch eine Freude zu bereiten, hoffentlich mit diesen Vorträgen. Da wir uns auf das konzentrieren, was möglich ist, hatte ich in meinem Herzen vor 2-3 Tagen diesen Impuls, ein weiteres Buch zu schreiben. Und das hat sich so ergeben, dass ich festgestellt habe, dass es oft die leisen Töne in unserem Leben waren, die uns, oder zumindest mal in meinem Leben, die mich tief bewegten. Ob es ein Ich hab dich lieb oder Verzeih mir oder ein Danke war, egal. Aber immer wieder wurde auf diese Art und Weise mein Herz berührt. Und so bin ich jetzt gerade eben dran, ein Buch zu schreiben über das Flüstern, über das Flüstern, das mitten aus dem Herzen kommt. Und bis vor 5 Minuten, eigentlich weiß ich es immer noch nicht, wollte ich euch 2 Geschichten erzählen und ich bin immer noch so am Überlegen, welche genau ich euch erzähle. Letztendlich hat es mit Liebe zu tun, mit dem, was in meinem Herzen ist und ich hoffe, dass es direkt auch an oder in eurem Herzen ankommt. Ich hatte schon einen sehr bewegenden Tag heute und auch beim Schreiben heute sind mir Dinge eingefallen, die mein Herz total berührt haben. Ja, so möchte ich euch von meiner Oma berichten. Ich habe die beste Oma gehabt auf der ganzen Welt, die man sich vorstellen kann. Meine Oma Lisa. Ja. Das Kuriose daran ist, meine Mama heißt auch Lisa, Elisabeth, ja, ist auch Oma Lisa. Ja. Das heißt, meine Tochter sagt immer Oma Lisa und ich hatte auch eine Oma Lisa. Aber meine Oma hieß Elisabetha. Ja. Elisabetha war eine wunderbare Frau. Sie ist 1910 geboren. Sie hat 5 Kinder zur Welt gebracht und mein Opa, ihr Mann, ja, der war im Krieg, der war in Gefangenschaft und der hat wohl viele schreckliche Dinge in seinem Leben erfahren, erlebt, gesehen. Und irgendwann, als er nach Hause kam, kam ein Stück weit verbitterter, verletzter Kerl zurück, der nicht über Gefühle sprechen konnte. Meine Oma hat später, sie hat 4 Kinder gehabt, also eigentlich 5. Warum sage ich eigentlich? Weil da kam noch ein Nachzügler, ja, der hieß Werner. Aber Werner wurde nur 2 Wochen alt und starb eigentlich elendig. Meine Oma hat mir das immer wieder erzählt, aber sie harrte nicht. Sie war sich vollkommen bewusst, dass der Kleine zu Hause ist bei Jesus. Ich habe manchmal täglich meine Oma besucht. Ja. An meinen Opa, den habe ich zwar auch besucht, aber ich kam irgendwie nicht an ihn ran. Ja. Aber irgendwie kam man auch an mich nicht ran. Ja. Denn wir beide, wir hatten eins gemeinsam. Wir konnten nicht über unser Herz berichten. Wir konnten nicht den Arm nehmen. Und mein Papa und ich haben ja diese Blockade mit Gottes Hilfe 2007 lösen können. Aber als ich Kind war, als ich ein Jugendlicher war, da ging da gar nichts. Aber ich lauschte stets den Worten meiner Oma Lisa. Oma war unfassbar. Sie hatte eine so wunderbare innere Schönheit und sie hat mir viele Geschichten erzählt aus der Bibel, hat sie mir erklärt. Und ich glaube, ich war so 12, 13 Jahre alt, als sie mir eines Tages völlig eindringlich sagte, halte dich an Gott fest. Und sie hatte so viel Ehrfurcht in dem, was sie sagte und wie sie es sagte. Halte dich an Gott fest, hat sie gesagt, denn er bleibt, wenn alle gegangen sind. Die Menschen, hat sie gesagt, werden sich immer mehr von Gott lösen, aber halte du an ihm fest. In den Kriegszeiten, hat sie gesagt, da wussten wir, wohin wir schreien konnten. Dort haben wir Trost empfangen. Und vielleicht, hat sie gesagt, brauchen die Menschen wieder eine Not, damit sie in der Not zu Jesus schreien. Wie gesagt, ich war damals ein junger Bub, mitten in der Pubertät, aber es hat mich doch irgendwo sehr berührt, weil sie es sehr eindringlich sagte.
Es verging fast kein Tag, wo sie nicht mit mir gebetet hat und mir von Gott erzählt hat. Und immer wieder muss ich an Kamerafrau Hilda denken, die sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Obwohl meine Oma so viel durchmachte, ja, sie hat es nicht einfach. Sie hat die Kinder durchbringen müssen während des Krieges. Sie hat ein Kind verloren. Sie bangte um das Leben ihres Mannes und hat auch später immer wieder Verluste in ihrem Leben erfahren müssen. Hielt sie stets an Gott fest. Sie war liebevoll und sie war auch mahnend, aber auch das in Liebe. Ja, meine Oma prägte mich. Meine Oma formte mich, meine Oma liebte mich. Und mir fällt gerade ganz spontan ein, sie war der erste Mensch, ja, aus der ganzen Familie, der mich gesehen hatte, als ich zur Welt kam. Sie war als Erste da. Mein Papa nicht, sonst auch niemand. Aber Oma Elisabetha war da. Und sie hatte Diabetes. Und eines Tages musste sie ins Krankenhaus. Dann hat man ihren kleinen Zeh amputiert. Danach hatte sie noch viel, viel größere Schmerzen, noch größere Probleme. Und irgendwann hat man ihr das ganze Bein abgemacht. Und wie oft saß meine Oma hinter ihrem Holzofen mit diesem einen Bein. Und wenn sie in einen anderen Raum musste, dann krabbelte sie wie ein kleines Baby. Aber trotz, dass sie krabbelte und nur noch ein Bein hat, aber sie, ich würde fast sagen, mit so viel Würde ist sie gekrabbelt. Gell? Und sie saß aufrecht in ihrem Stuhl drin. Und ich muss wieder daran denken, die Freude am Herrn war ihre Stärke. Sie vertraute auf Gott von ganzem Herzen. Sie hatte einen unerschütterlichen Glauben, was mich damals in meiner Kindheit sehr prägte. Wenn wir in der Schule Religionsunterricht hatten und man uns eine Geschichte erzählte oder ein Buch gegeben hat mit einer Geschichte, dann bin ich zu Oma und habe ihr von dieser Geschichte erzählt. Und sie hat mich sehr oft von dem ersten Märtyrer erzählt, von Stephanus, ja, der den Himmel offen sah, mitten im Sterben, der sich zu Jesus bekannte und gesteinigt wurde. Stephanus hat den Himmel offen gesehen. Das berührt mich, weil ich komme gleich noch drauf. Irgendwann ging es meiner Oma wieder schlechter und sie musste Ende 1983 ins Krankenhaus gehen. Und dort war sie insgesamt 6 Wochen. Und so die ersten 3, 4 Wochen hat man gedacht, ja, das mit dem Bein, alles wird wieder gut. Und irgendwann fing es mal an, dass sie uns nicht mehr kannte. Ja? Sie erkannte uns nicht mehr und das war für mich ganz, ganz schlimm. Die Frau, ja, die mir so viel Trost und Stärke vermittelte, bei der ich immer wieder auf dem grauen Sofa saß und die Oma hinterm Holzofen, die mir so viel Ermutigung schenkte und die mich das Leben auch ein Stück weit lehrte anzunehmen und Gott zu vertrauen, sie kannte mich nicht mehr. Ja. Sie war so eine prägende Figur, die mir Halt gab, neben meiner Mama, neben Tante Elfried und Onkel Heinz, war sie so ein ganz, ganz besonderer Leuchtturm in meinem Leben und dieser Leuchtturm erkannte mich nicht mehr. Ich war damals so 13,5 und das war für mich schockierend, das zu erleben. Und mit jedem Tag wurde es schlechter mit ihr. Ihr Zustand verschlimmerte sich und irgendwann hieß es mal, die Oma wird sterben. Und das war für mich unfassbar, das ist kaum vorstellbar, das ist unmöglich. Oma Lisa kann nicht einmal weg sein, das geht nicht. Ja, ich brauche die für den Rest meines Lebens. Ja. Also, ich kann es nicht beschreiben. Und dann kam dieser 7. November auf Ebene 1 des Kreiskrankenhauses, das ganz hinten am Flur, wenn man links hochging, im letzten Zimmer lag sie ganz allein in ihrem Zimmer. Und sie schaut zur Wand und ich schaue sie an und wir waren ganz alleine, wir zwei. Auf einmal fängt sie an zu strahlen. Jetzt im Nachhinein muss ich an Stephanus denken, der den Himmel offen sah. In der Bibel gibt es einen Vers, der heißt, die auf Gott schauen werden leuchten wie die Sonne. Nicht die auf ein höheres Wesen schauen, die aufs Universum vertrauen oder auf Horoskope, sondern die auf Gott schauen werden leuchten wie die Sonne. Und sie schaut mich an und sagt, Michael, siehst du ihn? Und zeigt zur Wand. Sag ich, Oma, wen? Ei, ei, ei.
Jetzt könnte ich das in Ihrem Dialekt oder im Schwäbischen. Ich mache es mal mit Ihren Worten und dann übersetze ich. Das mit aller Wertschätzung. Und ich hoffe, dass ihr da draußen das spürt, was ich euch zu sagen habe. Was Oma Lisa euch zu sagen hat, Oma Elisabetha. Die so viel Liebe und Güte in ihrem Herzen trug. Und ich bin mir sicher, auch sie wünscht sich, dass ich diese Geschichte mit dem Rest der Welt teile. Mit dir, der du das jetzt hier auf YouTube siehst. Auf Schwäbisch sagte sie, Siegschen. Ich sage, Oma, wen? Ja, da ist schon. Ich sage, ja Oma, ich sehe niemanden. Ja, guck halt noch. Ich sage, ja wen denn? Und sie sagte, Jesus. Jesus. Guck, wie schön er ist. Und für die, die Schwäbisch nicht verstehen, sie hat gesagt, Michael, siehst du ihn? Und ich sage, wen? Wen? Und zeigt zur Wand und ich sage, ich sehe niemanden. Ja, schau doch genau hin, Michael. Dann sah ich ihn. Ich sah ihn in ihrem Gesicht, weil ihr Gesicht leuchtete. Die auf Gott schauen, werden leuchten wie die Sonne. Und ihr Gesicht leuchtete wie die Sonne. Ein Friede war in ihrem Gesicht. Freude und Strahlen verzauberten dieses edle Muttergesicht. Und ich sagte zu ihr, jetzt sehe ich ihn auch. Und sie sagt, schau ihn dir an, wie schön er ist. Und ich sah seine Schönheit in ihren Augen. Ich sah seine Schönheit in ihren Augen. An diesem 7. Februar habe ich meine Oma zum letzten Mal gesehen. Ich spüre gerade eben wieder, welch ein Fundament sie mir gegeben hat für mein Leben. Diese große Dankbarkeit für all diese Liebe, die mich bis heute auch trägt, welches Geschenk, das sie mir Jesus gezeigt hat und seine Schönheit. Ja, ich ging dann an diesem Tag nach Hause. Und am nächsten Tag, ich weiß gar nicht, waren da Ferien oder so, oder hatten wir früher Schule aus, es war der 8. Februar, 1984, kann auch sein, dass da Faschingsferien waren, ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, es war circa 12.30 Uhr, als mein Vater nach Hause kam. Mein Vater hatte keinen Führerschein, aber er kam im Taxi und ich habe ja oft meinen Vater beobachtet, wenn er nach Hause kam, habe ich in seine Augen geschaut, um zu erahnen, erfühlen, wie ist der Papa heute drauf, hat er getrunken, ist er schlecht drauf, knallt es heute noch oder ist er fröhlich drauf, hat er beim Kartenspielen gewonnen. Und da sah ich meinen Vater mit 13,5 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben weinen. Und er stieg die 8-9 Stufen unserer kleinen Hütte empor und betrat die Bruchbude. Und da stand da drin mein Papa, der auch immer mein Held war. Und da sah ich meinen Helden zum ersten Mal weinen. Und dann sagte er diesen unfassbar fürchterlichen Satz. Meine Mama ist vorhin gestorben. Was bleibt mir? Es sind die leisen Töne. Es ist das Flüstern. Siehst du ihn? Siehst du, wie schön er ist? Es waren die Tränen, die ersten Tränen meines Papas, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und diese Demut und Dankbarkeit, meine Mama ist heute gestorben und diesen Schmerz dahinter. In diesem Weinen und in diesem Ausspruch war so viel Liebe enthalten. Und das möchte ich euch mitgeben in diesem Vortrag. Ein sterbender Mann hat mir auch mal gesagt, ein echter Mann schämt sich seiner Gebete und Tränen nicht. Das möchte ich euch einfach mitgeben. Es sind die leisen Töne im Leben, die Herzen verändern, nicht das Schreien und Gebrüll dieser Welt. Es ist ein leises Ich hab dich lieb. Es ist ein leises Ich danke dir. Es ist ein leises Verzeih mir. Auch dieses Flüstern können wir in diese Welt hinaustragen, damit es zu einer lauten Stimme wird.
zu einer eindringlichen, aber liebevollen Stimme. Prüft es in eurem Leben, wo ihr zum Segen werdet durch euer Flüstern, das aus eurem Herzen kommt. Diese Geschichte habe ich heute Morgen in mein Manuskript eingetragen, nur noch viel, viel tiefer. Und ja, danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr mir zuhört. Seid dankbar in allen Dingen, heißt es in der Bibel. So danke ich jetzt auch Gott für all das, was gerade eben ist, auch für das, was ich nicht verstehe. Denn ein undankbares Herz wird eher bitter. Ich möchte nicht bitter werden. Seid dankbar in allen Dingen. So sehe ich jetzt auch das, was möglich ist in diesen Zeiten und möchte mich darauf konzentrieren, wenngleich ich doch traurig bin, ja, für die Menschen, für meine Freunde, die ich nicht sehe, für all die Fahrten, die mir fehlen zu Menschen und ihnen ja, ein Stück weit dienen zu können. So bin ich doch dankbar, euch auf diese Art und Weise ein Stück weit begegnen zu dürfen und euch zu dienen. Und heute mit einem Menschen, der so viel Liebe in mein Leben hineingelegt hat. Und das wollte ich mit euch teilen. Ja. Schön, dass ihr dabei wart, seid. In ein paar Tagen kommt der nächste Vortrag. Ich möchte mir da jetzt auch keinen Druck machen, diesen Tag. Betätigt die Glocke, abonniert vielleicht diesen Kanal und teilt ihn mit vielen Menschen. Vielleicht werden noch mehr Menschen animiert, diese Welt ein Stück weit mit ihrem Flüstern, mitten aus ihrem Herzen, gesund zu lieben. In diesem Sinne, Tschüssle, euer Michael. Ist denn da wer, der mich heut wann ich fall, der mich wärmt wann mich friert, der mich so sehr vermisst, dass er sucht nach mir? Ist denn da wer, der mich nimmt, wie ich bin, aber nicht verliert, der so sehr an mich glaubt, dass er sucht nach mir? Schreit nach dir, jeden Augenblick spür ich, ach so eine Sehnsucht nach dir. Wo bist du? Lass dich finden von mir, jeden Tag immer mehr. Die Sehnsucht nach dir. Ist denn da wer, der mit mir lacht, wann ich war, mich begleitet am Weg, der mich haltet, wann ich nimmer mehr kann? Ist denn da wer, zu dem ich kehr, wo ich daheim bin?